Oscar-Triumph für Oppenheimer. Der Film des britischen Regisseurs Christopher Nolan hat beim wichtigsten Filmpreis der Welt abgeräumt. 7 Auszeichnungen gab es für das Werk über den Erfinder der Atombombe. Unter anderem wurde Oppenheimer in Hollywood als bester Film des Jahres geehrt. Das dreistündige Epos hatte mit 13 Oscar-Nominierungen schon im Vorfeld als klarer Favorit für den Hauptpreis gegolten. Aus deutscher Sicht verlief der Abend eher enttäuschend. Die Schauspielerin Sandra Hüller, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Darbietung im Justizdrama Anatomie eines Falls nominiert gewesen war, ging leer aus. Allerdings konnte sich Hüller darüber freuen, dass das britische Auschwitz-Drama The Zone of Interest, in dem sie ebenfalls eine Hauptrolle spielt, als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. In dem Film verkörpert die 45-Jährige die Ehefrau des Lagerkommandanten Rudolf Höss. Als beste Hauptdarstellerin wurde die US-Schauspielerin Emma Stone ausgezeichnet für ihre Rolle im Film Poor Things. Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde der Ire Cillian Murphy für seine Rolle in Oppenheimer geehrt. Barbie, neben Oppenheimer einer der großen Kassenschlager des vergangenen Jahres, unterlag nicht nur im Rennen um den besten Film, auch Ryan Gosling ging für seine Nebenrolle als Ken leer aus. Hauptdarstellerin Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig waren nicht nominiert gewesen, das hatte im Vorfeld für einige Kritik gesorgt.